So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orcsmas Die 2 Together mit dem Nyteria. No. No. Wir haben gerade Korridore abgeschlossen und es geht direkt weiter mit Treppen auf, Treppen ab. Hey, geil, ich glaube, das kenne ich sogar noch aus dem ersten Teil. Da gab es zumindest auch so eines, das so hieß. Warum öffnet ihr die Spalte wieder? Ich hatte doch alles unter Kontrolle. Ohne Magie kein Regen. Und ohne Regen gibt es keine Ernte nächstes Jahr. Kinder werden verhungern. Hunger, Krankheiten Scheiß auf und die unvorstellbare Kinder. Gräuel. Ist das deine Definition von alles? Alles klar, sie kommen aus Zweien raus, nein, ne? Aber, Hallöchen! Das heißt. Hungernde Orks, die hungernde Kinder fressen, sind auch nicht gerade. Es gibt zwei toll. Große Treppen da, und einen Hauptgang. Ja. Die Treppen kann ich. Oh, verraten, okay. Hätten wir die Orks über Jahrhunderte in Schach halten können. Ah, es gibt in der Mitte. Ja. Ja, es gibt direkt hier vorne ein Portal, wo sie reingehen können. Ja. Und oben, das heißt, hier vorne müssen wir die Gänge mit Barrikaden zumachen, dann müssten sie eigentlich nach oben rennen. Nee, oder? Dann zerstören sie die, weil sie irgendwie zu beiden spalten wollen. Ich kann eine Seite, kann ich dicht machen. Scheiße. Was? Ich hab's verkackt. Wieso? Ach, ich muss kurz neu starten. Keine ja. Sache, nochmal was. So. Also, den ganzen Spaß nochmal. Ich hatte doch oh mein Gott, alles versaut. Ohne Magie alles versaut. Regen. Und ohne Regen gibt es keine so. Ernte nächstes Jahr. Kinder werden verhungern. Hunger, die müssen mit rein. Und unvorstellbare Gräuel. Ist das deine Definition von alles unter Kontrolle? Nein, aber Hallöchen. Hungernde Orks, die hungernde Kannst du denn Kinder nicht hier vorne, nicht wo ich stehe, den unteren da, Weg zu machen? Warte mal kurz. Das hier dicht machen? Ja, das kann ich machen. Dann müssen sie ja oben rumdrehen, damit sie hier reinkommen. Ja. Und den hier lässt du einfach offen, dann machen wir hier einfach alles zu. Ja. Das Problem ist, nur oben ist auch einer, da müssen sie dran vorbei. Das ist ein bisschen tricky. Ja, hier. Da kann man dann unterwegs hier kurz vorm Ende wieder was machen. Die Mauer bleibt da. Dann mache ich hier vorne ganz viel Säule. So, das ist dicht. Ich habe noch 700. Ich habe noch Geld für eine Barrikade. Ich hatte gerade überlegt, ob man das nicht irgendwie so machen kann, dass man die beide in eine Richtung lenkt. Ja, das hatte ich auch schon überlegt, aber... Gut. Hab den Bogenschützen hingesetzt, also. Ja. Da oben, ne? Ja. Mhm. Von mir aus können wir starten. Ich dekoriere ja. Ein wenig um. Ich kann auch nicht mehr machen. Und ihr seid alle eingeladen. Und dann machen wir es eben später nochmal neu. Ja. Die haben Schilde. Ja. Damit überleben sie praktisch einen Schuss. Meine überleben sie nicht. Nee, ne? Sie werden nur nicht zurückgeworfen beim Schleudern. Willst du wohl sterben? Stirb. Ach, Nadelkissen sind schon auf dem Weg. So, ich hab nochmal einen Bogenschützen gesetzt. Jo. Zeit für ein Gemetzel. Bam. Ich mach die andere Seite mit Säure zu. Ja. Und dann mach ich die gleich nochmal eine Runde Eis. Bleib unten. Schaffst du das oben? Tschüss, mach's ja. Gut. Krieg ich hin. Die haben eh einen weiten Weg noch vor sich. Ich weiß nicht wieso, aber sie rennen alle automatisch links rum. Die rennen hier gar nicht rein. Ach, dann ist das wahrscheinlich deren Weg. Naja, egal. Sie sind in der Osthalle. Hui, die flog aber weit. Sind zu alt für diesen Scheiß. So, ich mach drüben mit Säure dicht. Ja. Und setz dann nochmal auf die andere Seite Bogenschützen. Mach das. Die Schonzeit ist vorüber. Alles klar, jetzt kommen sie aus beiden. Oh, Frost-Oger kommt hier. Einer. Ja, Oger. Oh, haben wir uns abgemault. Trottel. Sag Bescheid, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Nee, nee. Der hat sich erstmal abgemault hier. Ja, stimmt, die laufen alle hier hoch. Vielleicht auch nur, weil wir sie
ihr Dings pullen. Mann, ja, okay, das kann das auch sein, aber. Alter, hat er mich beim Abmaulen noch getroffen hier. Hui, danke. Ach geil, ich kann ja auch andecken, ne? Sieht gut aus. Scheiße, zu teuer. Alles. So, ich kann noch eine. Ne, zwei Säurefallen kann ich noch setzen. Ah? Setze ich hier noch eine Runde Eis. Oder vielleicht zwei. Und dann bin ich hier fast fertig. Ja. Und setze ich da oben noch ein paar Bogenschützen, die machen dann den Rest. Ja, sonst, hier könntest du ja, ne, da lass auch mal die Bogenschützen, aber hier sollten vor allem welche drauf, die dann halt die abknallen, die hier unter durchlaufen, weil derzeit, wenn du hier die blaue Linie siehst, die zeigt nämlich an, dass die eigentlich auch hier reinlaufen. Warte, dann setze ich die beiden Bogenschützen mal dahin. Weil auf meiner Seite brauche ich sie eh gerade nicht. Jetzt gibt's was Feines. Da habe ich so viel Säure. Oh oh, Pioniere. Meine Pioniere sind erledigt, deine sicherlich auch. Ich habe keine, also. Oh, okay. Ich habe im Moment ein paar Gegner. Tja, das ging ja schnell. Nö, bei mir kamen nur, keine Ahnung, 6-7 Bogenschützen. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Okay. Das war alles also. Warum auch immer. Ich dachte schon, da kommt gleich mehr, aber da kommt nichts schon die ganze Zeit. Schick. Das war irgendwie ein bisschen wenig. Ja, ein bisschen. Los geht's! Pioniere, jetzt kommen sie bei dir. Ja. Sind aber tot. Bei dir nicht? Nö. Jetzt ist wahrscheinlich genauer weg. Jetzt ist wahrscheinlich genau weg, so ja. Oh, oh, scheiße. Das war dumm, das war dumm. Was greifen Sie gerade denn Bankana aus? Ja, weil ich mich davor gestellt habe. Die hab ich alle. Essensschlacht! Essensschlacht! Hat er gesagt, oder? Ja. Oh, Feuer-Oger, diesmal bei mir. Eis. Oh, abgemault. Oh, bleib liegen. Oh. Dann finde ich meine Tante irgendwie besser, also. Was? Der Zauberstab inklusive der übernehmen, das ist so heftig. Ja. Ah, sind wir ein bisschen doof. Wenn es gehen würde, würde ich sagen, kaufen die auch. Das ja. Ist für dich, alter Mann. Wenn es gehen würde, würde ich das machen. Oh. Tja, und mir fällt genau ein Geldstück. Bist du fertig? Ja, also ich habe eine Runde Eis und alles voller Säure. Ja. Egal, wo sie laufen, werden sie kriegen irgendwas ab. Oh, Pioniere kommen bei dir, glaube ich, oder Runner? Runner. Aber die können nicht gut killen. Was das denn, Runner? Ja, ja. Die habe ich schon alle erledigt. Aber mir ist reingefeuert und das war's. Frechheit! Feuern die hier auf mich! Alles klar, bei mir war's das. Sehr schön. So, jetzt setze ich gleich nochmal ein paar Bogenschützen bei mir und bei dir. Ja. Die Schonzeit ist vorüber. Also, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt zwei Reihen Eis. Ich habe hier alles voller Säure. Also, scheiße, Runner. Ah, verdammt. Schaffst du es? Schaffst du es nicht? Ja, schaffe ich. Kann zum Glück nicht so viele. Pioniere, kommen sie bei dir? Ja. Und bei mir ist nichts. Also, bei mir auch nicht. Oh oh, Runner. Ah, ah. Oh, zum Glück sind die Bogenschützen da.
Bereit? Zielen! Feuer! Ist euer. Seid ihr nochmal eingesetzt? Nein. Los geht's! So, du hast jetzt mal 4 Bogenschützen. Sehr schön. Also ich brauche sie grundsätzlich, weil Runner werden entweder von der Säure oder von mir weggemetzelt. Ja. Sie setzen bei mir aber auch nicht mal 1 oder 2. So, Gewitterwolke. Okay, bei mir kommt gerade gar nichts. Ja, wahrscheinlich kommt dann gleich nächste Runde bei dir wieder viel. Ja. Ja, nicht schlecht. Ich muss sagen, zu zweit macht es mehr Spaß und es ist geiler wegen der Aufteilung. Ja, das sowieso. Also ich fand den ersten Teil jetzt, ja, nicht schlecht, aber ich fand ihn ein bisschen öde alleine. Ja. Das wird Ihnen gefallen. So, jetzt sind hier auch 3 Bogenschützen. Bei dir drüben sind 4. Pioniere! Oh, wie gut, dass die Bogenschützen da sind. Ja. Die waren jetzt zu schnell. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Schick! Noch eine Kombo! Bam, bam! Ach, verdammt. Nein, scheiße. Runner ist nicht gekommen. Barrikaden sind weg. Mach ich gleich neu sonst, aber ich kann nicht alle auf einmal. Ja, also hier sind 2 weg. 3. 2 kann ich setzen. Bleibt da eine Ecke frei, da musst du dann ein bisschen aufpassen. Das kann ich jetzt gerade noch nicht. Los. Oh, Frost und Feueroger. Klasse gegeneinander kämpfen. Auch nicht schlecht. Nimm mal über. Ich hab deinen Frost auch übernommen, dann kämpft die auch. Schneif. Ja. Hey, das macht auch. Meine sind erledigt. Ja, meine am letzten Platz die Gegner weg. Tja. Bester Kampfmagier aller Zeiten. So, bei dir ist wieder dicht. Zwei, vier, sechs, acht. Oh, letzte Welle. Runner, verdammt. Ich hab 7 Bogenschützen, also ich setz bei dir gleich nochmal welche. Treffer-Serie. Oh, Trolle. 2 Stück. Oh ja, bei mir auch. Ja, zerstückelt. Zerstückelt, beide erledigt. Oh, und direkt danach Feueroger. Und komm mal kurz hier. Hast du eine schon erledigt? Ja, meine Metzen sind da gegenseitig weg. Oh, nice. Oder ich verzauber sie, wenn sie stehen im Anruf. Na los, komm, komm, komm. Na los, komm. Oh, haben wir uns abgemault. Komm mal mit. Oh, dann nicht. Ja, ja, ja. Scheiße, jetzt hat er mich gerade. So, wenn wir gleich mal Pause haben, dann verkauft mal die Bogenschützen. Ja. Das war schon? Ja, das war die letzte Welle. Ich hätte jetzt sonst die Bogenschützen nochmal gerade hingesetzt und mit mir hinpassen. Ja. Aber das war irgendwie echt leicht. Ja, oh, ja. Flammenmaschinen, geil. Ich muss mal überlegen, was ich dafür rauspack. Ich nehme bei mir die Balliste weg, die ist zwar saustark und feuert echt schnell. Ah. Sau viel Schaden, aber die kostet so extrem viel. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich gleich ja Glück und kann die Deckenfallen wegpacken. Ja, okay. Das Level gab jetzt aber auch nicht viele Schädel, nur 7 Stück. So, es ist zwar teuer, aber ich will's haben. Und was will ich noch haben? Was will ich noch aufrüsten? 13 auf 600, na, das ist natürlich richtig geil. Mal schauen, was könnte ich noch aufrüsten? Das habe ich, glaube ich, schon, ne? Ne, da fehlt auch noch 3. Stufe. Da habe ich aber 3. Stufe. Auch noch nicht. Alter Schwede, da habe ich aber 3. Ja. So, was? Es gibt einen Erfolg dafür, 25 bzw. 50.000 Orks zu töten. Nice. Ja, es gibt wirklich nur 2 Akte. Wir haben die Hälfte des Spiels durchgehabt. Ja. So. Das packe ich gleich ein. Das am liebsten auch. Die 3. Barrikaden eventuell. Werden wir gleich sehen.
Oh, ich habe noch 3. Würde ich sagen, das. Und dann hätten wir das. Ja, das war Trepp auf, Trepp ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.